Rhyming, Freestyle. Oder Kapital Rakan. Ich bin der Gewinner von der Ue, yo, SA zu hier, Leute, Mann. Let's go. So, Freunde, Elvin, Abi und ich waren kurz im Hotel, haben noch die Sachen ready gemacht, fertig. Wir gehen jetzt auf den Fußballplatz. Fußball-Challenge. Gucken wir und. Und wir müssen uns testen lassen für heute Abend. Vielleicht? Let's go. Vielleicht gibt es heute einen neuen Tormann. Ja, er ist der beste Tormann. Weil Eldo ist nicht ins Tor kann, er zu klein ist. René ist doch zu klein. Ja. Und mit seinem Arm geht's nicht. Dann muss halt Begovic ins Tor. Was für ein Begovic? Mal schauen. Endlich angekommen, Freunde, neben dem Stadion. Endlich angekommen. Malakusche, Grippusche, Trippusche, Mamosch, Makaro, Tupero. Sag mal, wie war dein Corona-Test? Bruder, durch Nase, durch Mund, durch alles. Rot zu Gehirn, sagst du? Ja, rot zu Gehirn, ey. Ey, ich hatte so entspannt, du weißt gar nicht. Ja? Ja, ja. Nur unten. Ja, korrekt, ey. Ernesto, sein Auto. Wow. GG's an unseren Bruder. GG's an unseren Bruder Ernesto Malakusche. In der Kabine. Pro Club Starting. Wow, clean, man. Fresh ist der Platz. Hilfe! Ja. Hilfe für kleine El Morius. Cool. Er hat einen Ballenträger, Leute, Mann. Halt Schnauze, fresh, 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 fresh. Das ist echt Stadion. Leute, hier trainiere ich halt immer mit der U19. Wisst ihr Bescheid? Armin macht sich ready. Julian, pass. Oh, what a touch, what a touch. Latte für Vlog. Latte. Der perfekte Elfer, komm! Weiß ich jetzt nicht, war in Ordnung. 7 von 10. War eine 8 von 10. Lemorius mit Kniebandage. Lemorius verletzt. Asmir Ermin! Oh! Ernesto? Oh, ei. Okay, der Fall von diesem Plitschnass Fußball-Challenge ist durch. Checkt die ganzen Jungs ab, alle, die mitgemacht haben. Kuss geht raus. Freunde. Freunde, wir sind hier in der Loge. Guckt euch das an. Kein Greenscreen, gar nichts. Wir streamen gerade. Moin. Guckt euch das an. Hilfe! Hier Hoffenheim, Spieler sind gerade rausgekommen. Crazy. So, Freunde, das Stadion fühlt sich schon extrem. Wie seht ihr das? Hä, wie cool. Guckt, wie nah das ist. Hallo, moin, Jungs, moin. Ja, ihr seht, das Stadion fühlt sich. Verrückt. Jeder gönnt sich ein bisschen Eis, Freunde. Super Service hier, super sympathischer Service hier. Ist ein sehr cooler Junge da. Halbfinale mit Erwin Abi. Ja, also ich hab zwei Bier getrunken. Wer? Was passiert hier? Ja! Einfach Döner. Bester Mann hier. 1-0 Marco Reus. 48. Spielminute, 1-0 für unsere Bebomito-Schütze. Der Spieler mit der 7, Gio! Das war Gio! Das war Gio! Gio! Ich hab's nicht gesehen. Lieben, Oliven! Sag nochmal. Wir lieben Oliven! Rille Peter hier. Ja, Rille Peter! 1-1 ist gefallen von Baumgartner. Muss man sagen, verdient. Ja. Verdient. Die haben wirklich gerade Druck gemacht. Kramaric 1-1 gegen Kuchen. Kuchen macht so. Er hat genau so gemacht. Schauerstein. 25er.
Genau 25 auf 24, 998. Ja, Mini. Was ist? Dein Gesicht, Jungs. Für unseren BVB-Torschütze, der Spieler mit der 22. Jude Bellingham! Aus vorbei. Ende. Cool. U17 jetzt hier? U17. Masken können wir abmachen. Eine U, bevor ich halt zu U19 gekommen bin. U17 läuft gerade ein. Wir gucken jetzt U17-Spiel. Danach gehen wir dorthin. Ich spiele ein bisschen Tagball gegen Elunavi. Ja. Und gegen den. Ja, nice. Truppe hier. So ein super Spieler-Chat, das ist Bonnie Davis. Chat, sag ich. Der ist so gut. Das war nicht vorhin sein Tor, das ist von Nummer 10. Diese Nummer 10 ist so krass. Halbzeit hier, Freunde. 2-1, guter Call. Nummer 6 vom Preußen ist der Wahnsinn, wirklich. Der ist richtig gut. Und Dortmunds Mannschaft, Weltklasse, ehrlich. Mir gefällt die Truppe super. U17, merkt euch den Mann hier. Merkt euch ihn hier. Ini heißt er. Der heißt Charles. Schon nachgekommen. Super Spieler hier, ehrlich. 13 verloren gegen ihn. Ist alles gut. Leute, ich hab Knieschmerzen. Unnormale Knieschmerzen. Ich hab Orkus Schlatter oder so. Morbus Schlatter. Mein Knie tut weh. Das ist so dumm. Jetzt ich gegen Ermi. Nein, lass nicht gegen den Ninja. Okay, ihr nochmal und dann Brüderduell. Macht er clever. Ein Stuhl! Yes, sir!
So, Freunde, ihr habt das gerade gesehen, was passiert ist. Ich habe Ermin auf Kopf geschlagen, geworfen, er hat mich geboxt. Wir spielen jetzt nochmal, ich gegen Dennis. Brüder Duell Revanche, steht jetzt 1-1. Nee, Mann, kein Bock, kann. Ich habe gewonnen aber jetzt. So, ich jetzt gegen Dennis. Let's go. Mann, ich bin kaputt. Ey, ich habe wirklich solche Knieschmerzen, Mann, das kann man sich nicht vorstellen. Gestern auf Fußball Challenge gesehen, ey, das ist nicht top fit. Ich brauche Black Roll. Ich bin kaputt. Das war's jetzt mit den Fußballdingern. Jetzt geht's weiter. Freunde, ey, die haben mich hier erkannt. Die haben mich hier erkannt. Die Schlinge. Die Schlinge hier vom Mist haben mich erkannt. Und hier auf der Bank. Und hier sitzt Sebo. Sebastian Gebhardt sitzt hier. U17 Trainer jetzt. Es steht mittlerweile 5-2 Halbfinale NRW-Pokal. 5-2 für Dortmund. Mittlerweile, das sind super Jungs, wirklich. Weltklasse-Spieler, ehrlich. Ansgar Knauf. Super Spieler. Ey, was geht? Moin, moin. Was macht ihr hier? Wir sind zaubern. Gestern Match geschafft. Ja. 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 Oder musst du da einstellen? Ganz cool, wir haben morgen Spiel. Nee, wenn's. Oder Techball. Max, schnell. Techball, bis drei. Warte? Ja. Ja, komm. Let's go. 1 gegen 1. Ansgar gegen Eldos. Mein Call 0-3. Drei Kontakte? Ja. Drei Punkte. Oh. Das abwechseln. Ja. Oh. Ey, das darf nicht. Das ist kurz gekartet, ne? Ey, ich bin noch besser. Boah! Wow. Boah! Hui! 2-2. Ja, klar. Nein, 2, Ansgar. Ah, Junge. 3-3. Okay, Alter. Ey, der Mann muss morgen spielen. Ah, 4-4. Glück oder geplant? Geplant natürlich. Ganz stark. Tschüss. Aber es ist gut klar. Okay. Danke. Danke, Ansgar. Jungs, viel Spaß auf euch, ne? Danke. Wir haben hier ein paar kleine Schwitzer, Freunde. Guck, 14. Sag mal, Freunde. Freunde. 6-0. Opa. Der ist motiviert. Wie alt bist du? 13. Tschüss, 13. Scheiße. Ey, super gemacht, Freunde. Wird nicht rausgeschickt. Super. Ich bin heute sorry. Oha. Seid ihr alle U14? Ja. Tschüss! Hast du gesehen, was er gemacht hat? wie gut! Ey, super gemacht, mein kleiner Freund. Ich kann das bis nicht. Ich habe jetzt keine Oliven, oder? Muss ich das Sydney schicken? Was soll ich? Sag nochmal. Ja, ich habe keine Oliven. Alles gut. Alles gut. Der Schwester wollte in seiner neuen Wohnung.
Ich glaube schon. Ich glaube, der ist da am Ackern, ja. So, Freunde, wir haben uns schon mal kurz ein bisschen was zu essen geholt. Junge! Wir sind auf dem Weg. Flughafen. Ich muss was sagen. Vienna, wir kommen. Wir kaufen zwei Big Macs. Ja. Er legt einen Big Mac hin. Ja. Schaut nicht hin. Macht ja. So. Ganz Big Mac am Boden. Und dann macht er so. Oh, nee. Bruder, erzähl mal, wie es war. Macis hat nichts drinnen. Man muss aus draußen essen. Ja, was soll ich machen? Ja, es passiert, Bruder. Aber du kannst nicht. Ja? Du kannst. Was soll ich machen? Leider, ich habe aufgehoben und weggeschmissen, leider. Was soll ich tun? Ist so leider. Nein, kann. Ich habe Essen wieder. Fällt wieder runter. Aufgenommen, aufgehoben, weggeschmissen, ja. Was soll ich tun? Freunde, wir sind hier gefangen am Flughafen. Flug sollte um 19:10 gehen. Es ist jetzt 19:50 oder so, fast 20 Uhr. Und wir chillen jetzt hier. Nächster angesetzt ist jetzt 21 Uhr Flug. Wir sind so heftig im Delay. Es regnet auch richtig krass, ich kann das gleich zeigen. Es regnet unnormal stark. Und es ist einfach kein Flugzeug am Flughafen. Ohne Sinn. Ermin ist spazieren gegangen. Ermin ist so agro. Ich bin auch agro. Mann! Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, Freunde? Man kann eigentlich richtig gut hier Autofahren lernen. Einfach so viel freie Strecke. Und setze ich mal für ein Auto. Ganz bisschen fahren. Ehrlich, wenn selber. Ehrlich? Freunde, Flug verschoben auf 22 Uhr, 21 Uhr. Ermin, Manu. Ich glaube, du hast Bock, mich zu fetzen, Mann. Nein. Hast keine Lust. Okay. Wieso? Das kann nicht sein, Mann. Ehrlich, das kann nicht sein, Mann. Freunde, ey, bitte guckt. Vienna sollte um 19:10 fliegen. Es ist 20:53 und um 22:15 kommt ein Bus, der uns hier vom Dortmunder Flughafen nach Köln bringt. Wie falscher Bildschirm? Hä, aber da steht doch 20:15, was laberst du? Das ist das Flugzeug, das herkommt. Verstehst du, was ich sage? Schau, ankommt, siehst du? Wieso flackert dieses Licht so? Das flackert hier gar nicht so. Lol. Ja, Bruder, aber trotzdem, wen juckt's? Egal. Scheiße, ich hab eh erklärt, 19:10, du Dummkopf. Ey, es ist, Leute, es ist Kampf hier. Es ist UFC-Fight hier mittlerweile. Schau, wir haben einen Friedensvertrag geschlossen. Haben wir nicht. Doch. Haben wir nicht. Ja. Komm her. Schau jetzt. 22:15. Sollen fahren wir? 22 Uhr kommen die Busse. Okay. Dann fahren wir von 22 Uhr mit den Bussen von Dortmunder Flughafen bis nach Köln. Köln Flughafen. Köln-Bonn, ja. Und dann müssen wir dort einchecken, boarden und dann? Angeblich nach Wien. Und dann nach Wien zurückfliegen. Cool. Und der normale Flug wäre um 19:10 gewesen. Sehr uncool. Was passiert hier? Warten. Komm. Wait check. Wait check. Warte. 85. Mach du jetzt. Okay. Wait check. Wait check. Du hast 64. Das ist ein Cap. Wieso? Ich hab nicht 64. Wie viel hast du? Hä? Ich hab niemals 64 Kilos. Wie viel hast du sonst? Ich meine Arm, Mann. Ja und? Aber schon zeigt den Bauch. Mein Bauch? Ich hab ein bisschen was hin. Das kommt halt so im Alter, Mann. So, Freunde, wir sind jetzt angekommen. Am Kölner Flughafen. Endlich. Jetzt müssen wir warten auf alle Leute, dass sie einchecken und dann geht's los nach Wien. Wir haben 0:15 Uhr und wir hätten fliegen sollen um 9:10 Uhr. Um 7:10 Uhr. Guck mich schon an, ich bin komplett washed. So, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da, abonniert gerne kostenlos den Kanal und lasst einen Kommentar für den Algorithmus da. Prost, gehen raus, Freunde.